Ja, liebe Genossinnen, liebe Genossen, liebe Gäste, als Letzter will ich natürlich mich möglichst kurz halten. Mein Name ist Tom Wittig, ich komme aus dem Stadtverband Dresden und ich habe von Anfang an schon ein bisschen, gerade in der letzten Nacht, drüber nachgedacht, auf den hinteren Plätzen als Unterstützungskandidat zu kandidieren, um im Wahlkampf auch mit meinem Namen zu kämpfen. Derzeit beende ich meine Ausbildung zum Logopäden und arbeite als selbstständiger Tanztrainer für Linedance. Und durch meine Ausbildung als Logopäde habe ich mich immer mehr mit dem Thema Gesundheit auseinandersetzen müssen. Für mich ist klar, wir benötigen besser finanzierte Krankenhäuser, wir benötigen deutlich mehr Ärzte auf dem Land, um die Grundversorgung in Sachsen flächendeckend auf ein vernünftiges und zukunftsfähiges Niveau zu bringen und wir benötigen bessere Arbeitsbedingungen für die PflegerInnen. Wir sollten uns dafür einsetzen, dass Krankenhäuser und künftig auch Pflegeeinrichtungen kommunalisiert oder gar verstaatlicht werden. Ja, diese Ziele benötigen viele finanzielle Mittel. Aber mit Menschenleben hat man keine Profite zu machen. Daher kann ich es einfach nicht mehr tolerieren, dass private Einrichtungen sparen, wo es ihnen möglich ist. Das kann und darf auch nicht länger so bleiben. Und ich finde, wir als Die Linke sollten uns auch dafür einsetzen, dass in Pflegeeinrichtungen bessere Bedingungen für Patientinnen, zum Beispiel in der Pflegerinnenanzahl der Therapieangebote und des allgemeinen Freizeitangebotes verpflichtend werden. Das sind wir den Pflegerinnen, aber vor allem auch den Patientinnen schuldig. Mein Name ist Tom Wittig und ich bitte euch um eure Stimme. Danke fürs Zuhören.